Willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800. Kartoffelfeld, okay. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Okay, mach ich. Noch mehr Felder. Das Spiel ist zum ersten Mal einer von den Teilen. So gesehen ist der Teil wirklich ganz schön cool. Ich hab die anderen halt noch nie gespielt. Okay, was fehlt jetzt? Holz. So, da habe ich das auch schon mal. Das ist grüner Bereich. Das auch ist ein grüner Bereich. Außer das natürlich. Hammer. Jetzt höre ich die Bäume, was ich dazu tun muss. Ich teste kurz mal das. Ja, natürlich nicht. Gibt's auch Abreisen im Menü. Hallo. Spielstand gespeichert. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast.
Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Du machst Mücken aus Elefanten. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Ich habe halt Block gedrückt. Wie kann ich jetzt? Ah, jetzt habe ich kapiert das. Wir müssen in so ein Gebiet sein, wo schon nichts steht. Okay. Beeil dich, verdammt! Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast, sag mir, dass du einmal etwas... schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Sparen wir noch ein paar. Was sie auch tun. Spielstand gespeichert. Waren werden bis zum festgelegten Limit verkauft.
40 werden die verkauft. Bis zu 14. Die werden verkauft bis 10. Entferne. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Suche sie in ihren Person in der Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Okay. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Spielstand gespeichert. Ein Leben ferner von Edward? Wir sind an Bord. Nur auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot.
Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Tja, wenn unser Schwungwesen eigentlich eine Schlange erzählt, ne? Unsäglicher Abschaum von Familie, etwas so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen. Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Okay, das ist so ein kleines Bösewicht. Nee. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Ja. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Richtig so. Nach guten Neuigkeiten. Warten Sie. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. So, Ausbau zur Arbeitshaus. Aus. Ja, wir bauen es aus jetzt. Warten Sie, bis Onkel Sie wegen der Schulden kommt. Spielstand gespeichert. Ich brauche aber einen Arbeiter dafür.
Okay, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Einfach noch ein paar Wohnhäuser. Oh, da muss man abbeißen. Ich komme nicht drauf klar, wie ich jetzt nochmal. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Industrie, okay. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Da mache ich gleich mal so ein Shuttle draus. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Vorschreien. Können wir schon ein paar Häuser bauen? Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Wie geht's? Spielstand gespeichert.
Musik ist sehr beruhigend, oder wie? Das hier ist ein trauriger... Na ja, schön hier das noch abbauen, dann kommen wir ein bisschen Holz, das brauchen wir auch. Es ist Art, das kommt manchmal vor, ein bisschen wie Siedler. Wenn ich ehrlich bin, es kommt mir so ein bisschen. Kommt mir manchmal ein bisschen vor wie Siedler. So, verlassene Adatomie-Zeug. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Ich schaue gleich noch Marktplatz im Bauen dort. Dann noch. Häuser, die ist dann gleich mit Fortschritt. Ja, oben ich schon gedacht habe, kann ich halt bauen. Spielstand gespeichert. Haben Sie einen Moment? Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Werden wir etwa übersehen? Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Hab keine Scheu davor, nochmal nachzufragen.
Sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Holen Sie sich das Geschenk Ihrer Einwohner. Haben Sie noch nie Hilfe gebraucht, Boss? Okay, dann würde ich einfach sagen, das war's jetzt mal. Dann würde ich sagen, tschüss. Ich meine, tschüss, meinst du jetzt. Bis zur nächsten Folge.